Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie wieder gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wir haben in den letzten Predigten viel über die Irrlehre gesprochen, dass wir in den Himmel eingehen, wenn wir sterben. Ich habe noch einige weitere Äußerungen dazu zu machen, denn es gibt nach wie vor Schriftstellen, die angeführt werden, um zu beweisen, dass wir in der Tat in den Himmel eingehen, dass der Himmel der Lohn der Erlösten ist. Obwohl wir gesehen haben, die Bibel keineswegs dies sagt. Aber was ist zum Beispiel mit der Aussage gemeint, dass wir in das Himmelreich eingehen sollen? Was ist mit dem Himmelreich gemeint? Die meisten verstehen dies so, dass sie sagen, ja, das bedeutet doch, dass wir in das Reich eingehen, im Himmel, wo Gott wohnt, wo Gott regiert. Mit anderen Worten, diese Stelle zeigt uns doch, dass das Himmelreich, also der Himmel, der Lohn der Erlösten ist. Nun, wie steht es damit? Zunächst einmal, wenn das der Fall wäre, würden alle die Stellen, die ich in den letzten drei Predigten angeführt habe, ja dem entgegenstehen. Es wäre also hier ein Widerspruch und die Bibel würde eigentlich sehr nutzlos sein, denn wenn sie einen Widerspruch oder mehrere Widersprüche lehren würde, dann könnte sie uns ja kein genauer Wegweiser sein für unser Leben und für unsere Zukunft. Also wie sieht es damit aus? Ist mit dem Himmelreich, in das wir eingehen sollen, die Idee verbunden, dass wir den Himmel eingehen sollen, wenn wir sterben? Nun, interessant ist, dass von den vier Berichten der vier Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, alleine Matthäus den Ausdruck Himmelreich gebraucht. Die anderen drei Evangelisten gebrauchen den Ausdruck Reich Gottes. Nun haben einige gesagt, also mit anderen Worten, dann ist das Reich Gottes eben das Himmelreich in dem Sinne, dass wir in das Reich Gottes oder in den Himmel eingehen, wenn wir sterben. Aber ist das damit gemeint? Nun, wir haben bereits gesehen und wir haben auch in eine Broschüre verfasst über das Evangelium vom Reich Gottes und ich möchte Sie bitten, diese Broschüre eingehendst zu studieren, wenn Sie sie noch nicht studiert haben. Sie ist auf unserer Webseite auf postenstehen.de zu finden. Wir haben also gezeigt, dass das Reich Gottes, das Himmelreich, ein Reich ist, das von Gott aus, vom Himmel aus regiert wird. Aber nicht, dass es hier im Himmel sein wird, sondern wir haben gezeigt, dass Christus kommt, um das Reich Gottes, Sie können sagen das Himmelreich, hier auf Erden zu errichten. Wie wir sehen werden, ist nämlich das Himmelreich mit dem Reich Gottes identisch. Das ist wichtig zu verstehen. Die meisten wissen nicht, was das Reich Gottes ist. Einige sagen ja, das Reich Gottes, das ist in uns. Oder andere sagen ja, das Reich Gottes, das ist die Kirche. Und die ist bereits schon, weil sie ja schon seit über 2000 Jahren etabliert ist, mit anderen Worten, ist das Reich Gottes bereits hier schon zwar auf Erden errichtet worden, aber es ist in der Kirche zu finden. Und sagen natürlich andere auch, das Reich Gottes ist eben das Himmelreich im Himmel. Und in das Himmelreich, den Himmel, werden wir eingehen, wenn wir sterben. Nun, da gibt es verschiedene Verwirrungen, wie Sie deutlich sehen können. Aber das Reich Gottes ist in der Tat identisch mit dem Himmelreich. Nun, schauen wir uns zunächst einmal kurz an, was damit gemeint ist. Wie ich bereits schon öfters gesagt habe, das Reich Gottes ist identisch mit der Familie Gottes. Heute besteht das Reich Gottes oder die Familie Gottes, eine Familie, die über andere herrscht, deswegen wird es Reich Gottes genannt oder Herrschaft Gottes, sie besteht aus zwei Persönlichkeiten, dem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Schauen Sie, Gott bestand immer schon aus zwei Persönlichkeiten, aus dem Vater und dem Sohn. Es hat nie eine Zeit gegeben, wo es zum Beispiel den Sohn nicht gab. Es hat nie eine Zeit gegeben, wo es den Vater nicht gab. Wir lesen, dass im Anfang, wann immer auch der Anfang gewesen sein mag, was immer Sie als Anfang bezeichnen wollen, da war Jesus Christus bereits schon existent. Wir lesen nämlich, dass im Anfang das Wort war. Und das Wort war bei Gott, Gott dem Vater, und das Wort war Gott. Das Wort, eine Übersetzung des griechischen Ausdruckes Logos, bedeutet auch Sprecher, derjenige, der spricht, der einen Befehl erteilt, der einen Gedanken manifestiert. Aber dann heißt es ja weiter im Johannes Kapitel 1 und Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und lebte unter uns.
Und hier wird das Wort sehr klar definiert als der Sohn Jesus Christus. Aber schauen Sie, dieser Sohn Jesus Christus, das Wort, war bereits schon im Anfang bei Gott und war Gott. Es heißt nicht göttlich, wie einige das darstellen wollen. Im Griechischen steht das Wort für Gott. Also der Ausdruck, das Wort, der Logos, Jesus Christus, war Gott, ein Gottwesen. Aber es war eben auch bei dem anderen Gottwesen, Gott dem Vater. Und Gott existierte in der Person von Jesus Christus und Gott dem Vater seit Ewigkeit. Wir lesen in vielen Stellen der Bibel, dass Gott der Vater alles durch Jesus Christus erschaffen hat, das Sichtbare und das Unsichtbare. Mit anderen Worten, noch bevor es die Engelwelt gab, noch bevor es eine Geistwelt gab, gab es bereits Jesus Christus, denn Gott der Vater hat alles, das Unsichtbare wie das Sichtbare, durch Jesus Christus erschaffen. Also das Reich Gottes ist heute und war immer schon die Familie Gottes aus dem Vater und aus dem Sohn bestehend. Aber schauen Sie, was viele nicht wissen und nicht verstehen, ist, dass Gott immer schon auch die Absicht hatte, man könnte es jetzt so ausdrücken, sich zu reproduzieren. Mit anderen Worten, das Reich Gottes oder die Familie Gottes zu erweitern. Und zwar durch den Menschen. Und so hat Gott den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen. Ein Ebenbild, das ihm gleich werden würde. Zunächst einmal hat er ihn physisch erschaffen. Aber mit dem Potenzial, dass der Mensch ein Geistwesen werden würde. Dass er buchstäblich ein Sohn, eine Tochter Gottes des Vaters werden würde und ein Bruder, eine Schwester von Jesus Christus. Dass sie also buchstäblich eingehen würden in das Reich Gottes. Heute, wenn wir Gottes Heiligen Geist in uns haben, dann sind wir gezeugte Kinder Gottes. Noch nicht geborene Kinder Gottes. Schauen Sie, ein gewaltiger Unterschied. Einige sagen, sie seien bereits wieder geboren worden heute, wenn sie den Heiligen Geist erhalten haben. Das ist ein Irrtum. Die Wiedergeburt erfolgt im Augenblick, wenn Christus zurückkommt und uns, die wir Gottes Geist haben, verwandelt in Geistwesen. Oder wenn wir gestorben sind, im Augenblick, als wir den Heiligen Geist hatten, werden wir auferweckt werden, wenn Christus zurückkommt, als Geistwesen, als wiedergeborene Geistwesen, als wiedergeborene Mitglieder in der Gottfamilie. Ein wunderbarer Entwicklungsprozess wird hier beschrieben. Das Wort für gezeugt und geboren im Griechischen ist das Wort genau. Und das kann beides bedeuten. Das ist, wo die Unsicherheit eintritt. Und die Übersetzer haben manchmal das Wort genau mit Geburt übersetzt, wenn es Zeugung heißen sollte, und umgekehrt. Es wird ein Prozess beschrieben. Eine Zeugung, die mit dem Erhalt des Heiligen Geistes beginnt. Ein Prozess, der aber dann fortdauert, bis die Geburt erfolgt, die geistige Geburt in das Reich Gottes hinein. Schauen Sie, wir lesen ja in 1. Korinther Kapitel 15 und in Vers 50, wenn wir uns das nur anschauen würden, akzeptieren würden, was hier gesagt wird. 1. Korinther 15 und Vers 50. Denn ich sage aber, liebe Brüder, sagt hier Paulus, dass Fleisch und Blut, also solange wie wir Menschen sind, obwohl Geist gezeugt, obwohl Gottes Geist in uns wohnt, aber sind wir immer noch Fleisch und Blut. Und Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Also solange wie wir Fleisch und Blut sind, selbst wenn wir gezeugte Mitglieder der Gottfamilie sind, aber noch nicht geborene Mitglieder der Gottfamilie, können wir das Reich Gottes nicht ererben, können wir nicht Eintritt erlangen in das Reich Gottes. Mit anderen Worten, können wir nicht teilhaben an der Familie Gottes, an der Gottfamilie. Solange wie wir Fleisch und Blut sind. Also eine Änderung muss erfolgen. Und so lesen wir hier, auch wird das Verwesliche, solange wie wir verweslich sind, nicht erben die Unverweslichkeit. Wenn wir Gottwesen geworden sind, sind wir unverweslich. Aber solange wie wir verweslich sind, sind wir eben noch nicht unverweslich. Sind wir eben noch nicht im Reich Gottes. Sind wir eben noch nicht Teil der Familie Gottes. Und so lesen wir in Vers 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Ein Geheimnis für die meisten Menschen, die nicht begreifen, dass wir in das Reich Gottes eingehen sollen, was das Reich Gottes ist und wie wir es tun können. Und so sagt er hier, ich sage euch, die ihr erleuchtet seid sozusagen, die ihr die Wahrheit begreift, ich sage euch ein Geheimnis.
Wir werden nicht alle entschlafen, also wiederum wird der Tod hier als ein Schlaf beschrieben. Wir werden nicht alle sterben, sagt Paulus, einige werden leben, wenn Christus zurückkommt. Einige, in denen Gottes Geist wohnt, werden leben, wenn Christus zurückkommt. Aber er sagt, obwohl wir nicht alle entschlafen werden, werden wir alle verwandelt werden. Alle, in denen Gottes Geist wohnt oder gewohnt hat, als sie starben, werden verwandelt werden. Zu Geist, zu Geistwesen. Und er sagt hier in Vers 52, und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Achten Sie darauf, meine Damen und Herren, der letzten Posaune. Es kann nur eine letzte Posaune geben. Und diese letzte Posaune, die wird im Buch der Offenbarung beschrieben als die siebte Posaune. Und so sagt er hier, denn es wird die Posaune erschallen, diese letzte Posaune. Und die Toten, aber die Toten in Christus werden auferstehen. Denn andere Tote, wie wir in anderen Stellen lesen, werden später auferstehen. Zum Zeitpunkt der zweiten Auferstehung und der dritten Auferstehung sogar. An die meisten Menschen auch nicht glauben. Aber er sagt, die Toten in Christus, von denen hier die Rede ist, die werden auferstehen unverweslich. Unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Wir, die wir leben, noch in dem Augenblick der Wiederkunft Christi. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Also hier wird es deutlich gesagt. Wenn wir in das Reich Gottes eingehen, wenn wir das Reich Gottes ererben, dann müssen wir unsterblich gewesen sein oder geworden sein, dann müssen wir unverweslich geworden sein. Solange wie wir sterblich sind, solange wie wir verweslich sind, können wir das Reich Gottes nicht ererben, können wir nicht wiedergeboren sein, können wir nicht in die Familie Gottes eintreten, sind wir keine geistgeborenen Mitglieder der Familie Gottes, des Reiches Gottes. Im Johannesevangelium, im dritten Kapitel, sagt uns Christus wiederum, dass wir wiedergeboren sein müssen, wenn wir in das Reich Gottes eingehen wollen. Er spricht hier mit dem Pharisäer Nikodemus. Aber er sagt im gleichen Atemzug, dass solange wir Fleisch und Blut sind, wir nicht wiedergeboren sind und von daher noch nicht im Reich Gottes sein können. Er sagt hier in Johannes Kapitel 3 und in Vers 3, Jesus antwortete und sprach zu ihm, diesem Nikodemus, der des Nachts kam, um mit ihm zu sprechen. Er hatte Angst, des Tags über zu ihm zu kommen, weil er nicht wollte, dass man ihn sah, dass er irgendwie ein Jünger von Christus war. Und so antwortete Jesus und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem, oder andere Übersetzungen haben, wieder, erneut, geboren werde, so könne das Reich Gottes nicht sehen. Also jemand muss wieder geboren sein, um das Reich Gottes sehen zu können. Schauen Sie, das Reich Gottes ist die Familie Gottes. Und Sie können Gott in seiner Herrlichkeit nicht sehen, so wie er ist, es sei denn, er offenbart sich zu uns. Und manchmal tut er dies in einer Vision. Aber Johannes sagt im ersten Johannesbrief, wenn Christus wiederkommt, werden wir ihn sehen, wie er ist, denn wir werden ihm gleich sein. Als Geistwesen können Sie natürlich andere Geistwesen sehen, wie sie sind. Und Jesus Christus, ein Geistwesen, wenn er zurückkommt, werden wir in der Lage sein, weil wir dann auch Geistwesen sein werden, weil wir ja auch verwandelt werden, wie wir gerade gelesen haben, zu Geist, so werden wir ihn sehen können, wie er ist. Aber solange wie wir eben noch keine Geistwesen sind, solange wie wir noch nicht im Reich Gottes sind, können wir das Reich Gottes, Gott den Vater und Jesus Christus, nicht so sehen, wie sie sind. Und so fährt er fort zu sagen, in Vers 5, Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. Schauen Sie, zunächst einmal ist es notwendig, dass man getauft wird, dass man unter das Wasser gebracht wird, sich total untertauchen lässt, weil das ja den Tod, das Begräbnis des alten Menschen symbolisiert. Aber das ist nicht genug, das ist der erste Schritt dieses Prozesses. So dann muss man letztendlich aus Geist geboren sein, nicht nur gezeugt sein, geboren sein. Und das geschieht, wenn Christus zurückkommt. Und so sagt er hier, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und dann sagt er deutlich, was es bedeutet, aus dem Geist geboren zu sein. Nicht nur gezeugt, geboren. Er sagt, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Also solange wie man Fleisch ist,
kann man nicht ins Reich Gottes kommen. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Nicht nur geistlich, das ist Geist. Mit anderen Worten, wenn Sie vom Geist geboren sind, dann sind Sie Geist, ein Geistwesen. Dann sind Sie im Himmelreich, im Reich Gottes. Aber das heißt nicht im Himmel, wie wir jetzt gleich sehen werden. Aber Sie sind dann im Reich Gottes, in der Familie Gottes. Und so sagt er in Vers 7, wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden oder ihr müsst erneut geboren werden oder wiedergeboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, wo er kommt und wohin er fährt. Schauen Sie, Sie können ja den Wind nicht sehen. Sie können anhand der Gewalt, die der Wind ausübt, erkennen, dass da ein Wind bläst, ein Tornado. Sie sehen, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Häuser weggefegt werden, Bäume entwurzelt werden und so weiter und so fort. Aber er sagt, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt, wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Sie werden ebenfalls unsichtbare Geistwesen sein, es sei denn, sie manifestieren sich den Menschen gegenüber. Aber die Menschen werden ihre Aktivität spüren, wie wir auch heute Gottes Wirken in unserem Leben spüren, hoffentlich. Wir bemerken, dass Gott uns führt, dass Gott uns leitet, wenn Gottes Geist in uns wohnt oder mit uns arbeitet. Aber wir können Gott nicht sehen, so wie er ist, weil wir noch nicht im Reich Gottes sind, weil wir noch nicht wiedergeboren sind. Aber der Zeitpunkt wird kommen, wenn Christus zurückkehrt und wenn er uns verwandelt zu Geistwesen, zu Mitgliedern der Gottfamilie. Schauen Sie, wir müssen noch etwas anderes begreifen. Die Bibel sagt es in Matthäus Kapitel 24, dass das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt gepredigt werden wird zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Das Evangelium vom Reich Gottes. Schauen Sie, es heißt nicht das Evangelium über das Reich Gottes. Das ist mit Sicherheit damit eingeschlossen. Aber es ist ein Evangelium, das vom Reich Gottes kommt, wie wir auch von dem Evangelium Christi hören. Ein Evangelium, das uns Christus gebracht hat, das Christus angehört, das sein Evangelium ist, das Evangelium Christi, das Evangelium, das von Christus kommt. Aber letztlich ist auch das Evangelium eine Botschaft, die gute Nachricht, die von Gott dem Vater kommt. Zunächst einmal ist es Gott der Vater, der das Evangelium, die gute Nachricht Christus gegeben hat, der dann kam, es uns zu verkünden. Wir lesen auch im Buch der Offenbarung, dass das Offenbarungswort zunächst einmal vom Vater kam, Christus gegeben wurde. Christus hat es weitergeleitet an einen Engel und der hat es dann Johannes offenbart. Also es geht nicht nur um eine Botschaft über das Reich Gottes, das ist sehr wichtig natürlich und beinhaltet es, aber es geht auch um die Tatsache, dass das Evangelium von dem Reich Gottes kommt, vom Vater und dem Sohn, um es den Menschen zu verkünden, zu einem Zeugnis. Nur zu einem Zeugnis in dieser gegenwärtigen Zeit, denn es liegt an dem Menschen, zunächst einmal darauf zu reagieren. Und in vielen Fällen kann der Mensch heute im letztendlichen Sinne gar nicht darauf reagieren, denn er muss gezogen werden von Gott. Er muss berufen werden von Gott. Er muss herausgerufen werden aus dieser Welt. Kirche im Griechischen heißt ja Ekklesia. Das bedeutet die Herausgerufenen. Heute ist die Kirche Gottes keine weltweite Organisation von Millionen von Menschen, sondern die Kirche Gottes wurde immer schon und wurde immer schon als die kleine Herde bezeichnet. Es sind Menschen, die herausgerufen worden sind aus dieser Welt. Es sind die Erstfrüchte, die letztlich vorangehen sollen in dem großen Missionswerk, das während des Millenniums und des großen weißen Throngerichtes geschehen soll. Und so heißt es auch, dass wir herausgerufen sind, um in das Reich Gottes hineingeboren zu werden, wenn wir diesem Ruf folgen. Christus sagte, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, es ziehe ihn der Vater. Und Christus sagte auch, ihr habt mich nicht erwählt, ich habe euch erwählt, dass ihr mir nachfolgt und viele Früchte bringt. Also schauen Sie, wir sind heute, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, gezeugte Mitglieder des Reiches Gottes, der Familie Gottes. Aber noch nicht geborene Mitglieder. Das soll ja noch kommen, wenn Christus zurückkehrt.
Aber als Jesus Christus auf diese Erde kam, da war er natürlich der Repräsentant des Reiches Gottes. Er war ja Teil des Reiches Gottes. Deswegen konnte er sagen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Deswegen konnte er sagen, wenn ich Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Denn er war ja der Repräsentant des Reiches Gottes. Und wenn er zurückkommt auf diese Erde, um hier auf Erden zu herrschen, wie wir dies ja bereits öfters jetzt gesehen haben, dann wird ebenfalls das Reich Gottes hier auf Erden sein, denn er wird ja der Repräsentant des Reiches Gottes sein, das hier auf Erden herrscht. Und das Himmelreich ist dann auf die Erde gekommen. Schauen Sie, ein Reich, das vom Himmel aus regiert wird, denn auch Christus ist ja letztendlich dem Vater untertan. Und alles kommt vom Vater, der nun im Himmel ist, auch während des Millenniums. Aber Christus ist hier auf Erden. Das Reich Gottes wird hier auf Erden errichtet. Das Reich vom Himmel aus regiert wird hier auf Erden errichtet. Wir werden ins Himmelreich eingehen, in das Reich Gottes, das aber hier auf Erden errichtet sein wird. Schauen wir uns nun einige Stellen an, die dies näher beschreiben. Die Tatsache, dass das Reich Gottes und das Himmelreich, wie Matthäus es gebraucht, identisch sind. Zum Beispiel in Matthäus Kapitel 5. Matthäus Kapitel 5 und Vers 3. Da sagt uns Christus Folgendes, wie Matthäus ihn zitiert. Selig sind, die da geistlich arm sind, nicht geistig arm. Mit anderen Worten, das sind nicht unbedingt die, die also keinen Verstand haben, sondern geistlich arm. Die haben eine geistlich demütige Haltung. Selig sind, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Nun schauen wir uns einmal die Parallelstelle an in Lukas Kapitel 6. Lukas Kapitel 6 und in Vers 20. Wie ich sagte, hier ist Lukas, der nun das Gleiche zitiert, was Matthäus zitiert. Aber hier wird es ein wenig anders zitiert. Er sagt hier, selig seid ihr Armen, und der Zusammenhang auch natürlich wiederum geistlich Arme. Es geht hier nicht um jede, die physisch oder von dem Sinne her reich oder arm sind, da kommen wir noch drauf zu sprechen, aber hier geht es um geistlich Arme. Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Also in Matthäus sagt er, das Himmelreich ist euer. Hier in Lukas sagt er, das Reich Gottes ist euer. Wir sehen also, dass sowohl das Himmelreich als auch das Reich Gottes identisch sein müssen. Und wir lesen dies in vielen, vielen Stellen. Kehren wir zu Matthäus Kapitel 13 zurück. Matthäus Kapitel 13, die Verse 31 und 32. Nun, einige sagen, dass das Reich Gottes etwas anderes sei als das Himmelreich. Nun, wie sie dazu kommen, weiß ich nicht, aber hier die Stellen der Bibel, wie ich sie Ihnen heute zeigen werde, sagen uns eindeutig, dass beides identisch ist. Der Ausdruck gilt für beides. Es ist nur eine andere Redeweise. In Matthäus Kapitel 13, die Verse 31 und 32. Da sagt Christus laut Matthäus, ein anderes Gleichnis legte ihnen vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist das kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Also hier wird ein Gleichnis beschrieben, wo das Reich Gottes oder das Himmelreich in diesem Fall, wie es Matthäus sagt, das gleicht einem Samen, einem Senfkorn, und es wird in den Acker gelegt und dann kommt es hervor, dieses große Kraut, und alle Vögel unter dem Himmel, die kommen und wohnen in seinen Zweigen. Hier wird eindeutig mit dem Himmelreich etwas beschrieben, was hier auf Erden stattfindet. Denn man hat ja keinen Senfkorn im Himmel, man hat auch keine Vögel im Himmel. Es geht hier um etwas, was auf Erden geschehen soll. Nun, aber schauen wir uns die Parallelstelle an in Markus Kapitel 4. Markus Kapitel 4 und die Verse 30 bis 32. Markus Kapitel 4 und die Verse 30 bis 32. Und in meiner Stelle wird sogar, oder in meiner Bibel wird sogar hier in der Anmerkung auf die Parallelstelle in Matthäus 13 verwiesen. Also die Autoren hier, die wissen auch, die Herausgeber, dass hier das Gleiche beschrieben wird. Aber schauen wir uns an, wie Markus es beschreibt. Markus Kapitel 4, die Verse 30 bis 32. Und er sprach, womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen? Also hier sagt er Reich Gottes.
In Matthäus sagte er Himmelreich. Und durch welches Gleichnis wollen wir es abbilden? Es ist wie ein Senfkorn. Auch hier wiederum wird jetzt das Gleichnis vom Senfkorn beschrieben. Das Reich Gottes wird mit einem Senfkorn verglichen. Es ist natürlich kein Senfkorn, aber wie das Senfkorn wachsen wird, zunehmen wird, so soll eben auch das Reich Gottes wachsen und zunehmen. Wie ich eben sagte, Gott vermehrt sich durch den Menschen. Und er sagt hier, es ist wie ein Senfkorn, wenn das gesät wird aufs Land, so ist es das kleinste unter allen Samenkörnern auf Erden. Das Reich Gottes fängt klein an. Im Vergleich wird aber wachsen, wird aber zunehmen. Die Familie Gottes, das Reich Gottes wird zunehmen. Wie ich sagte, der Mensch wurde dazu erschaffen, um letztendlich ein Gottwesen in der Familie Gottes zu werden. Jesus Christus und Gott dem Vater gleich zu werden. Und so lesen wir hier in Vers 32, und wenn es gesät ist, so geht es auf und wird größer als alle Kräuter und treibt große Zweige, sodass die Vögel unter dem Himmel unter seinem Schatten wohnen können. Das Reich Gottes wird auch für andere Schutz bieten. Es wird einen Weg des Lebens lehren, der uns Gesundheit gibt, der uns Wohlergehen gibt, der uns Frieden gibt, der uns unsere Angst nimmt vor Kriegen, vor Unheil, weil es das alles nicht mehr geben wird, wenn Gottes Reich hier auf Erden herrschen wird. Hier sehen wir deutlich wiederum, dass das Reich Gottes mit dem Himmelreich identisch ist. Eine weitere Stelle in Matthäus Kapitel 19. Matthäus Kapitel 19 und lesen wir Vers 14. Matthäus Kapitel 19 und Vers 14. Jesus sprach, lasset die Kinder und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solchen gehört das Himmelreich. Nun, der Zusammenhang ist hier, dass Eltern ihre Kleinkinder zu Jesus bringen wollten, damit Jesus sie segnen würde. Und die Jünger, die waren irgendwie ungehalten darüber, ich weiß nicht genau warum, die Bibel sagt es uns nicht, aber sie waren ungehalten, sie wollten also die Eltern davon abbringen, dies zu tun. Aber Jesus sagte, nein, wehret denen nicht, lasst die Kinder zu mir kommen, diese Kleinkinder, ich will sie segnen. Und wir lesen dann auch im Folgenden, dass er sie gesegnet hat. Und er sagte, solchen gehört das Himmelreich. Also nicht unbedingt, dass die Kleinkinder jetzt im Himmelreich sein würden, aber die Haltung der Kleinkinder, diese demütige, vertrauensvolle Haltung, ist eine Haltung, die wir als Christen haben müssen gegenüber Gott dem Vater und Jesus Christus, unserem älteren Bruder. Wir müssen diese glaubensfrohe Haltung des Akzeptierens dessen haben, was Christus und Gott der Vater uns sagen. Nicht mit denen argumentieren und sagen wollen, ja, also so sehe ich das aber nicht, ich sehe das aber anders und nee, das möchte ich so nicht tun, ich tue was anderes. Ich denke, die Alternative, die ich mir vorgestellt habe, die ist besser. Schauen Sie, das war genau das, was Satan der Teufel sich ausgedacht hatte. Der hat sich gesagt, nein, also so wie Gott das gesehen hat und mir gesagt hat, so sehe ich das also nicht. Und dann hat er diese Rebellion gestartet und hat viele der Engelwesen beeinflusst und die wurden dann zu Dämonen. Dann kam es zu dem Aufstand Luzifers und seiner Engel gegenüber Gott. Und es ging sogar so weit, dass sie versucht haben, Gott von seinem Thron zu stürzen. Natürlich haben sie verloren, sind wieder auf die Erde hinabgeschleudert worden, wo sie heute noch leben, wo sie heute noch die ganze Menschheit verführen. Und so lesen wir ja auch, dass Satan die ganze Welt verführt hat. Und deswegen können die meisten Menschen heute nicht begreifen, dass es das Potenzial des Menschen ist, zu einem Gottwesen zu werden. Einige haben mir geschrieben, ja, so sollte man das doch nicht sagen. Man kann vielleicht sagen, wir sollen also zu vielleicht Geistwesen werden, aber doch keine Gottwesen. Das ist ja schon fast Lästerung. Das ist das, was die Bibel sagt. Das ist das, was die Bibel lehrt. Und wir haben den Auftrag und die Aufgabe, den gesamten Ratschluss Gottes in kühner Weise uneingeschränkt zu verkünden. Und dazu gehört eben, dass es die Absicht Gottes ist, sich durch den Menschen zu vermehren, sodass wir Mitglieder, wiedergeborene Mitglieder in der Gottfamilie, im Reich Gottes sein können. Nun hier in Matthäus war wiederum vom Himmelreich die Rede. Schauen wir uns die Parallelstelle an in Markus Kapitel 10. Markus Kapitel 10, es ging hier um die Segnung von Kleinkindern. Markus Kapitel 10 und lesen wir hier, wie es in Vers 14 ausgedrückt wird. Markus Kapitel 10 und Vers 14. Als es aber Jesus sah, da wurde er unwillig
und sprach zu ihnen, zu den Jüngern, die jetzt den Eltern verbieten wollten, die Kleinkinder zu ihm zu bringen, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Hier sagt er das Reich Gottes. Im Matthäusevangelium sagte er das Himmelreich. Wir sehen also wiederum deutlich, dass beide Ausdrücke dasselbe bezeichnen. Nur nebenbei bemerkt, wenn wir in der Kirche Gottes das Laubhüttenfest halten, dann haben wir eine Tradition, dass wir während des Laubhüttenfestes Kleinkinder einsegnen. Dem Beispiel von Christus folgend, wir werden dann auch, die Predigerschaft der Kirche Gottes wird dann auch über Kleinkindern beten und wird Gott bitten, sie zu segnen und ihnen auch Schutz zu gewähren. Die Bibel sagt zum Beispiel, dass Gott Engel schicken kann, einen Schutzengel, ja, den gibt es tatsächlich, wie die Bibel uns lehrt, und diesen Schutzengel einem Kind beigesellt, der dann das Kind beschützen wird. Wenn Sie sich daran etwas erinnern wollen, wie vielleicht, wenn Sie diese Erlebnisse gehabt haben, Ihre Kinder auf merkwürdigste Weise hin und wieder beschützt worden sind, dann können Sie sich vielleicht ein wenig die Frage stellen, wie das geschehen ist. Aber das hier nur nebenbei. Es geht hier aber darum, dass Christus gesagt hat, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Aber nun in der nächsten Aussage macht er deutlich, was er damit gemeint hat. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind. Es ging also jetzt nicht darum, dass die Kleinkinder, solange wie sie Kleinkinder sind, im Reich Gottes sein werden, denn als Kleinkind können sie ja nicht bereuen, als Kleinkind können sie gar nicht verstehen, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat. Nein, wir müssen aber die Botschaft vom Reich Gottes so empfangen, wie ein Kind uns Eltern vertraut, wenn wir dem Kind etwas sagen, was es begreifen kann. Wer also das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Wenn man also weiterhin mit Gott argumentieren will und sagen will, ja, so sehe ich das also anders, nee, also das will ich nicht tun, dann werden wir nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Dann werden wir nicht ins Himmelreich hineinkommen, denn das Himmelreich ist das Reich Gottes. Beides ist identisch für das gleiche Prinzip, das gleiche Faktum. Schauen Sie, selbst im Evangelium des Matthäus finden wir hin und wieder den Ausdruck Reich Gottes. Um es ganz deutlich zu machen, er benutzt diesen Ausdruck Reich Gottes, aber nicht so häufig wie die anderen, um aber deutlich zu machen, dass dieses Reich Gottes mit dem Himmelreich identisch ist. Und wenn wir uns einige Stellen jetzt anschauen im Matthäusevangelium, müssen wir sagen, nun er musste diesen Ausdruck benutzen, weil sonst gäbe das wenig Sinn. Und so lesen wir in Matthäus Kapitel 19, die Verse 23 und 24. Nun hier geht es jetzt um wirklich physische reiche Leute. Und die physischen reichen Leute, denen fällt es sehr schwer, sich von ihrem Geld zu trennen. Und Christus sagt, weil das so ist, wird es sehr schwer für die sein, ins Reich Gottes zu kommen. Und schauen Sie hier in Matthäus 19 und Vers 23, da hatte er gerade zunächst einmal mit diesem Jüngling gesprochen. Der kam nämlich zu ihm und sagte, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erreichen und zu erwerben und zu bekommen? Nun, er fragte nach dem ewigen Leben. Christus antwortet und spricht vom Himmelreich und vom Reich Gottes, um deutlich zu machen, dass wenn sie im Reich Gottes sein werden, dass wenn sie im Himmelreich sein werden, dann werden sie das ewige Leben haben. Das alles ist das gleiche Prinzip. Und so sagt er hier in Vers 23, denn der Jüngling, der wollte aber nicht unbedingt von seinem Besitz lassen. Jesus sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Er sagt nicht, es ist total unmöglich, dass er ins Himmelreich kommt, aber es wird schwer für ihn sein. Denn er muss seinen Götzen ablegen, den Götzen des Reichtums. Und das ist manchmal sehr, sehr schwer. Und so sagt Paulus auch später zu den Reichen, die bekehrt worden sind, dass sie ihr Vertrauen nicht in den Reichtum setzen sollen. Der ist nämlich nur vorübergehend, der kann heute da sein, morgen kann er weg sein. Sondern sie sollen ihr Vertrauen in Gott setzen. Und er sagt, und ihr sollt euren Reichtum benutzen, um damit anderen zu helfen, um zu teilen, um mitzuteilen. Die meisten Reichen heute tun das nicht unbedingt, sehr gerne. Und wenn sie es tun, dann vielleicht aufgrund von Motiven,
dass man vielleicht eine Vergünstigung erhält für seine Steuerrückzahlung oder dass man vielleicht bekannt wird, oh, ich habe $1 Million gestiftet oder wie auch immer. Aber Christus sagt, deine rechte Hand, die soll gar nicht wissen, was deine linke Hand tut. Ich meine, die Motivation ist sehr wichtig. Es ist die Motivation der Liebe anderen gegenüber. Man will anderen helfen, aber nicht selbst glorifiziert werden, nicht selbst verherrlicht werden. Und so lesen wir hier, dass er sagt, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, ganz buchstäblich zu sehen, er macht hier einen Vergleich, also etwas, was physisch gesehen unmöglich ist. Ein Kamel kann hier nicht durch ein Nadelöhr gehen. Und er sagt, es ist sogar noch leichter, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Hier sagt er jetzt Reich Gottes, auch im Matthäus-Evangelium. Mit anderen Worten, das Himmelreich und das Reich Gottes sind offensichtlich identisch. Und als seine Jünger das hörten in Vers 25, da entsetzten sie sich sehr und sie sprachen, ja, wer kann dann selig werden? Wer kann dann gerettet werden? Wer kann dann das Heil erlangen? Auch hier sehen wir, das ewige Leben zu erhalten, ins Himmelreich zu kommen, ins Reich Gottes zu kommen, das Heil zu erhalten, alles das ist identisch. Alles das geschieht im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi, wenn wir, in denen Gottes Geist wohnt, verwandelt werden zu Geistwesen, Eintritt erhalten in die Familie Gottes. Die herrschende Familie Gottes, die über andere herrschen. Schauen Sie, das ist die Bedeutung von ins Reich Gottes zu kommen, ins Himmelreich zu kommen, das Heil zu erlangen, ewiges Leben zu erhalten. Und so sagt Christus hier in Vers 26, Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist das unmöglich. Ein Reicher kann nicht ins Reich Gottes kommen. Ein Armer kann nicht ins Reich Gottes kommen. Niemand kann ins Reich Gottes kommen, es sei denn, dass Gott einen zieht, dass Gott einen bekehrt, dass Gott einem den Sinn eröffnet für die Wahrheit, dass wir diesen Prozess von der Wiederzeugung zu der Wiedergeburt vollenden. Alles das muss aber von Gott kommen. Und so sagt er dann, bei Gott sind alle Dinge möglich. Gott kann es möglich machen, dass sie ins Reich Gottes gelangen. Das ist hier der Zusammenhang. Also wiederum, auch hier sehen wir, dass beide Ausdrücke identisch sind. In Matthäus Kapitel 21 lesen wir einmal eine weitere Stelle, wo Matthäus die Ausdrücke Himmelreich und Reich Gottes offensichtlich identisch sieht. In Matthäus Kapitel 21 und in Vers 31. Nun kehren wir zurück zu Vers 28, um den Zusammenhang zu sehen. Er sagt hier, was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach, mein Sohn, gehe hin und arbeite heute im Weinberg. Und er antwortete aber und sprach, nein, ich will nicht. Und danach reute es ihn und er ging hin. Und der Vater ging zum zweiten Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach, ja, Herr, und ging nicht hin. Schauen Sie, Christus sagt an anderer Stelle, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden ins Himmelreich, werden ins Reich Gottes kommen, sondern nur diejenigen, die den Willen meines Vaters tun. Und so sagt er hier in Vers 31, wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Und sie antworteten, der Erste. Also der zwar zunächst mal gesagt hatte, nein, ich gehe nicht hin, aber der dann hinging, der dann das tat, was der Vater ihm auftrug. Und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Also hier sagt er nicht ins Himmelreich, er sagt ins Reich Gottes. Aber er spricht von den Zöllnern und den Huren, Prostituierten. Zöllner, das waren diejenigen, die also total von den Juden verachtet worden waren. Matthäus war ein Zöllner, nebenbei gesagt. Das waren die, die natürlich sich Vorteile verschafften, die andere übervorteilten, wenn sie die Steuern einnahmen. Aber er gibt hier den Grund an, warum die Zöllner und die Huren vor den Pharisäern ins Reich Gottes gelangen würden. Er sagt, denn Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg und ihr glaubtet ihm nicht. Die kamen zwar hin zu Johannes, um sich taufen zu lassen, aber nur um von dem Volk gesehen zu werden. Die hatten keinerlei Reue gehabt, die hatten nicht den Glauben gehabt, dass was Johannes sagte richtig war. Wie auch heute die meisten Menschen nicht glauben, dass das, was in der Bibel steht, richtig ist, unfehlbar ist. Sie versuchen da irgendwie herum zu doktern, um da herum zu interpretieren, um da ihre Idee hineinzulesen. Aber er sagt, die Zöllner und die Huren, die glaubten ihm. Und weil sie glaubten, bereuten sie. Wie zum Beispiel Matthäus.
und folgten Christus, legten das Falsche ab, begannen das Richtige zu tun. Und obwohl ihre Saat, da tatet ihr dennoch nicht Buße oder dennoch bereutet ihr nicht, wie es besser übersetzt werden sollte, sodass ihr ihm dann auch geglaubt hättet. Schauen Sie, Reue und Glaube hängen miteinander zusammen. Zunächst einmal müssen Sie natürlich glauben, dass das, was die Bibel lehrt, wahr ist. Sie müssen dann bereuen, dass Sie nicht so gelebt haben, wie Gott es verlangt. Und mit der Reue kommt weiterer Glaube. Auch der Glaube an das Opfer von Jesu Christi, dass er für uns gestorben ist, sodass wir ewiges Leben erlangen können, wenn wir dieses Opfer anerkennen. Die Tatsache, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Die Tatsache, dass der Sünde soll, der Tod ist. Die Tatsache, dass wenn wir nicht bereuen, wir den ewigen Tod im feurigen Pfuhl sterben werden. Alles dies hängt miteinander zusammen. Aber er sagt hier, die werden eher ins Reich Gottes kommen, als die Pharisäer, die eben nicht glaubten, nicht bereuten, sich weigerten, Jesus Christus, ihren persönlichen Erlöser, anzuerkennen. Und so lesen wir hier, dass das Reich Gottes auch bei Matthäus gebraucht wird, um eine gewisse Betonung herauszustellen. Es ist das Reich Gottes, in das die Pharisäer zunächst einmal nicht kommen würden, weil sie nicht bereut haben, weil sie nicht geglaubt haben, aber die Huren und die Zöllner, weil sie bereut haben, weil sie geglaubt haben, die würden zu ihrer Zeit dann eher ins Reich Gottes kommen als die Pharisäer. Darum geht es hier. In Matthäus Kapitel 21 und in Vers 43 geht er sogar noch weiter. Denn schauen Sie, das Evangelium, und es gibt nur ein Evangelium, das Evangelium vom Reich Gottes, war bereits, wie uns das Neue Testament sagt, den Israeliten im Alten Testament verkündet worden. Aber die haben es damals auch nicht geglaubt. Und die Pharisäer haben es nicht geglaubt. Aber die Pharisäer, die saßen auf Moses Stuhl, die waren dazu ordiniert, das Evangelium zu predigen. Und die taten es auch in gewisser Weise, aber die glaubten es selber nicht und lebten auch nicht danach. Und so sagt hier Jesus in Kapitel 21, in Vers 43, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen. Also die würden die Autorität, die Verantwortung über das Reich Gottes zu lehren, nicht mehr haben. Das wird von euch genommen. Und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und dieses Volk ist natürlich das Volk der wahren Christen, das Volk der Jünger Jesu Christi. Wir sind ja heute ein heiliges Volk, eine auserwählte Priesterschaft, wie uns Petrus sagt. Und wir müssen aber auch die Früchte des Reiches Gottes bringen, die Gott in uns sehen will. In Johannes Evangelium spricht Christus davon, dass wir Frucht bringen müssen, viel Frucht. Wir müssen ja die Reben sein, die an dem Weinstock sind. Und wenn aber die Rebe abgeschnitten wird, dann können wir keine Frucht bringen. Christus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Und so lesen wir hier, dass dem Volk Gottes das Reich Gottes gegeben werden soll, weil es eben die Frucht bringt. Und es soll natürlich dann auch das Reich Gottes anderen verkündigen, wie das in Matthäus 24 ausgedrückt wird. Nun schauen wir uns einmal an, in Johannes Kapitel 15, was Christus sagt über Frucht bringen. Nun, einige, die meinen, es genüge, dass man glaubt, dass Jesus der Christus war. Nun, es ist unbedingt erforderlich, dass man das glaubt. In keinem anderen ist das Heil. Und es ist kein Name gegeben den Menschen, darin sie sollen selig werden, darin sie sollen gerettet werden, das Heil erlangen, es sei denn der Name Jesu Christi. Christus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Aber das ist nicht genug, nur daran zu glauben. Jakobus sagt, wenn ihr glaubt, aber habt keine Werke, dann ist der Glaube tot, nutzlos. Wir müssen unseren Glauben durch unsere Werke, durch die Tatsache, wie wir leben, unter Beweis stellen. Wir müssen Frucht bringen. Aber diese Frucht ist die Frucht des Heiligen Geistes. Die kann nur kommen, wenn der Heilige Geist in uns wohnt. Zunächst einmal mit uns arbeitet, dann in uns wohnt. Es ist der Heilige Geist Gottes des Vaters und Jesu Christi, keine Person. Deswegen sagte ich auch zu Anfang der Predigt, die Gottfamilie besteht zurzeit aus zwei Persönlichkeiten, dem Vater und dem Sohn. Der Heilige Geist ist keine Person. Nirgendwo wird der Heilige Geist als eine Person beschrieben. Der Heilige Geist ist die Kraft, die von Gott, dem Vater und Jesus Christus ausgeht, die in uns hineinströmen kann, die uns leiten kann, die uns Erkenntnis geben kann. Er wird auch als der Geist der Weisheit und des Verständnisses und der Prophezeiung beschrieben. Dadurch können wir die Frucht erbringen,
Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede und so weiter. Johannes Kapitel 15 sagt uns etwas über Fruchtbringen. Angefangen Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock, sagt Christus, und mein Vater ist der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, die wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, die wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringen. Wir werden gereinigt werden, dadurch, wie wir leben, wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir Probleme haben, die wir uns selbst beigefügt haben, weil wir eben noch nicht so leben, wie wir leben sollten. Gott wird uns reinigen, wird uns die Weisheit schenken, die Erkenntnis schenken, wie man leben soll. Und er wird uns reinigen, wie es heißt, von aller Ungerechtigkeit. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So lesen wir, Vers 3, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe, weil dieses Wort in uns eine Änderung erzeugt. Wir begreifen dann, wie wir zu leben haben. Wir begreifen dann, was wir nicht mehr tun dürfen, nicht mehr tun können. Wir können keine Zöllner mehr sein, die andere übervorteilen. Wir können keine Prostituierten mehr sein, die mit anderen herumhuren. Dadurch würden wir nicht ins Reich Gottes kommen. Wir müssen eine Änderung hervorbringen in unserem Leben. So heißt es dann hier in Vers 4, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, Christus muss in uns bleiben durch seinen Geist, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das müssen wir begreifen, meine Damen und Herren, liebe Freunde, dass ohne Jesus Christus in uns wir gar nichts tun können. Vom Geistlichen her gesehen. Wir können uns unser Heil nicht selbst erarbeiten oder verdienen. Wir müssen natürlich jeden Grund, jeden Zweck, jede Absicht damit verbinden, dass wir unser Heil mit Furcht und Zittern in dem Sinne ausrichten, aber wir können es nur dadurch tun, dass Gott in uns wohnt, in uns lebt, uns die Motivation gibt, es zu tun. Wir müssen also Teil sein dieses Prozesses, aber dieser Prozess beginnt und endet mit Gott. Gott ist, Jesus Christus ist der Anfang und Ende unseres Glaubens, schauen Sie. Und so sagt er hier auch, in Vers 6, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und dann werden sie dort im höllischen Feuer für alle Ewigkeit gefoltert werden, gemartert werden. Nein, das ist nicht das, was Christus sagt. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Nein, sie werden ins Feuer geworfen und sie müssen brennen. Verbrennen, wie es im Griechischen heißt. Ihre Existenz wird ausgelöscht werden. Wer in mir bleibt, Vers 7, und meine Worte in euch bleiben, der werdet bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Wenn wir um Gott um etwas bitten, dann haben wir den Glauben, das Zutrauen, das Vertrauen, dass wir dieses Gebet erhört bekommen. Jakobus sagt, wenn wir Gott um etwas bitten und haben aber Zweifel, dann sollten wir nicht meinen, dass wir erhört werden. Aber hier wird gesagt, dass natürlich Christus in uns wohnen muss, dass das Wort Gottes in uns wohnen muss und bleiben muss und dass wir demgemäß dann auch handeln müssen. Es heißt, wir werden erhört werden, weil wir Gott lieben und seine Gebote halten. Und so sagt er hier auch, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Also wir sehen, dass man zu den Jüngern Jesu Christi wird, wenn man viel Frucht bringt. Und man wird viel Frucht bringen, wenn Gottes Geist in uns wohnt. Auch hier wiederum wird ein Prozess beschrieben. Wenn Gottes Geist beginnt in ihnen zu wohnen, nach ihrer Taufe als Erwachsener, nach Reue und Glaube, dann haben sie nur etwas wenig von Gottes Geist in sich. Und sie werden natürlich zunächst einmal nicht alles das richtig machen. Es ist ein Lernprozess, der stattfinden muss. Und je mehr sie dem Wort Gottes folgen, umso mehr werden sie dann zu den Jüngern Jesu Christi. Sogar zu seinen Freunden. Christus sagt ja, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. In 1. Petrus Kapitel 2, wir sprachen ja von dem Volk Gottes. Wir sprachen ja davon, dass das Reich Gottes einem Volk gegeben werden wird, das die Frucht des Reiches Gottes bringt. Schauen wir uns an, was in 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 9 geschrieben steht über uns, über das Volk, das die Frucht des Reiches Gottes bringt. Die Frucht Gottes bringt. Ihr, Vers 9, seid das auserwählte Geschlecht. Das auserwählte Geschlecht. Wir sind auserwählt.
aus der Masse der Menschen heute. Wenn alle Menschen heute zum Heil berufen wären, würde das Wort auserwählt gar keinen Sinn ergeben. Die Menschen werden zum Heil berufen werden, aber nicht heute, sondern in meisten Fällen während des Millenniums und während des großen weißen Throngerichtes, der sogenannten zweiten Auferstehung, die uns in Offenbarung 20 erklärt wird. Aber ihr seid heute das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das ist auch Teil der Frucht, dass wir diese Wahrheiten weiter verkünden, in den Positionen, in denen wir sein mögen. Hauptsächlich wird die Kirche heute die Wahrheit vom Evangelium des Reiches Gottes durch die Predigerschaft verkünden. Und andere helfen mit, in dem Maße, wie sie es können. Und so lesen wir hier Vers 10, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid. Und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Wir sind errettet durch die Gnade Gottes. Ein unverdientes Privileg, das wir erlangt haben. Nicht aufgrund unserer Werke, wie es heißt, dass sich nicht jemand rühme. Aber wir sind das auserwählte Volk Gottes, das die Frucht des Reiches Gottes bringt. Schauen wir uns an, was Matthäus in Kapitel 6 und Vers 33 sagt. Matthäus Kapitel 6 und Vers 33. Schauen Sie, wenn er hier das Wort Himmelreich benutzt hätte, würde das wenig Sinn ergeben. Und so hat er hier das anders formuliert, um deutlich zu machen, dass es um das Reich Gottes geht. In Matthäus Kapitel 6 und Vers 33 ist natürlich das gleiche wie das Himmelreich, aber er benutzt hier jetzt diese Betonung, um etwas sehr Wichtiges uns zu verkünden. Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles das zufallen oder gegeben werden, was wir an Physischem brauchen. Schauen Sie, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gottes Gerechtigkeit. Wenn er gesagt hätte, trachte zuerst nach dem Himmelreich und nach seiner Gerechtigkeit, wäre zwar das Gleiche zum Ausdruck gebracht worden, aber nicht mit der gleichen Betonung. Es geht um das Reich Gottes. Und es geht um die Gerechtigkeit Gottes, nach der wir trachten sollen, zuerst, als Priorität. Und dann wird uns alles das, was wir zu unserem physischen Leben brauchen, sagt uns Jesus Christus, gegeben werden. Wenn wir die Prioritäten richtig setzen, dann brauchen wir uns keine unnützen Sorgen zu machen, wovon werde ich mich morgen ernähren, was soll ich essen, was soll ich trinken, womit soll ich mich kleiden? Und Christus hier in Matthäus 6 schreibt hier über diese Dinge. Er sagt, euer Vater weiß doch, dass ihr das alles bedürft. Und die Heiden, die kümmern sich darum, aber ihr sollt ja doch anders sein, ihr sollt eine andere Perspektive haben, nicht wie der Reiche, der nicht seinen Wohlstand aufgeben wollte. Nein, euch wird das gegeben werden, was ihr braucht, sagt uns Christus, wenn eure Prioritäten richtig sind. Denken wir daran, dass David gesagt hat, ich bin jung gewesen, ich bin alt geworden, ich habe noch niemals den Gerechten verlassen sehen, in dem Sinne, dass er um Brot betteln sollte oder dass seine Kinder um Brot betteln sollten. Es geht um die Gerechtigkeit Gottes, die wir erwerben sollen, erlangen sollen. Es ist immer noch die Gerechtigkeit Gottes, es ist nicht unsere eigene Gerechtigkeit. Gott gibt sie uns, es ist ein Geschenk. Aber wir müssen danach trachten. Wir müssen trachten, sie zu erlangen, weil wir ja Gott werden sollen. Wir sollen ja so werden, wie er ist. Christus sagt uns ja deutlich in Matthäus, dass wir vollkommen werden sollen, wie Gott der Vater vollkommen ist. Wir sollen, wie Petrus uns sagt, die göttliche Natur erwerben, die ersetzt werden, oder vielmehr die natürliche, diese menschliche, diese fleischliche Natur in uns ersetzen soll. Und diese göttliche Natur, die erwerben wir zunächst einmal dann, wenn wir den Heiligen Geist haben und wenn wir uns weiter und weiter in Richtung Gottwesen entwickeln, sodass wir bei unserer Auferstehung, wenn wir gestorben sind, oder bei der Wiederkunft Christi, wenn wir noch leben, zu Gottwesen verwandelt werden können. Das ist das, worum es geht bei dem Reich Gottes, bei dem Himmelreich. Aber die Frage erhebt sich gleichwohl, warum benutzt Christus überhaupt die Worte Himmelreich?
Warum schreibt Matthäus vom Himmelreich, auch wenn er hin und wieder, wie wir gesehen haben, vom Reich Gottes spricht, aber warum benutzt er den Ausdruck Himmelreich? Das ist ja sehr verwirrend für manche. Nun, zunächst einmal schrieb Matthäus an eine jüdische Zuhörerschaft und Zuleserschaft, wohingegen die anderen Evangelisten, hauptsächlich Lukas und Johannes, an eine heidnische, in Anführungszeichen, also nicht jüdische Leserschaft schrieb. Und Lukas schrieb ja zum Beispiel an diesen Theophilus, diesen Heiden, diesen Römer, der zum Christentum bekehrt wurde. Sie lesen das am Anfang von dem Lukas-Evangelium, Sie lesen das auch in der Apostelgeschichte zu Anfang, denn Lukas hat ja auch die Apostelgeschichte beschrieben. Und so hat Lukas die ganze Zeit hinweg immer nur das Wort Reich Gottes gebraucht, nicht das Wort Himmelreich, weil er nicht die gleiche Beschränkung in Anführungszeichen hatte wie Matthäus. Matthäus sprach zu den Juden. Und auch heute ist es noch so, vielfach bei den orthodoxen Juden, dass sie das Wort Gott gar nicht gebrauchen wollen. Und dann haben sie irgendwie eine Abkürzung oder sie haben da irgendwie, lassen das frei. Gerade im Englischen auch wird zum Beispiel, wenn das Wort Gott gebraucht wird, God im Englischen, wird dann ein G gebraucht und dann ein Strich und da wird etwas freigelassen und dann ein D, weil die eben das Wort Gott nicht so häufig gebrauchen wollen. Und Matthäus verstand dies. Und so hat er dann in den meisten Fällen vom Himmelreich gesprochen und nicht vom Reich Gottes, aber deutlich gemacht, gleichwohl, dass das identisch ist. Aber das ist nicht unbedingt die ausschließliche Beantwortung dieser Frage, denn Matthäus hätte ja keineswegs die Aussagen von Jesus Christus verdreht. Obwohl Jesus Christus natürlich vom Reich Gottes sprach, hat er auch vom Himmelreich gesprochen, denn sonst hätte Matthäus ihn ja falsch zitiert. Und das kann keineswegs der Fall sein. Aber Matthäus hat natürlich die Ausdrücke gebraucht, die Aussagen benutzt von Jesus Christus, wo er eben mehr vom Himmelreich gesprochen hat, wohingegen Lukas und Markus und Johannes die Aussagen von Jesus Christus gebraucht haben, wo er eben mehr vom Reich Gottes gesprochen hat. Christus hat offensichtlich beide Ausdrücke benutzt. Nun, die Frage ist, warum hat er beide Ausdrücke benutzt? Die Frage ist, warum hat er überhaupt vom Himmelreich gesprochen, wo es deutlich ist, dass vom Reich Gottes die Rede ist, aber eben beides ist identisch. Nun, zunächst einmal, um deutlich zu machen, dass das Himmelreich ein Reich vom Himmel ist, dass natürlich Gott der Vater und Jesus Christus, bevor Jesus Christus auf die Erde kam, im Himmel waren, dass natürlich Jesus Christus nach seiner Auferstehung zurückkehren würde in den Himmel, dass das Himmelreich in der Tat heute das Reich ist, wo Gott lebt. Die Tatsache auch, dass Gott im Himmel unseren Namen niedergeschrieben hat, im Buch des Lebens, wie uns viele Stellen dies sagen. Die Tatsache auch, dass wenn Sie sterben und Sie haben Gottes Geist in sich, dass dieser Geist mit dem Geist im Menschen, den jeder Mensch hat, in den Himmel eingehen wird. Nun, wir sprechen davon in großem Umfang in unserer Broschüre über die Evolution. Ein Märchen für Erwachsene. Wenn Sie diese Broschüre noch nicht gelesen haben, dann bitte tun Sie es. Wir haben da verschiedene Absätze, die von dem Geist im Menschen sprechen. Und dieser Geist im Menschen, der ist auch die Erklärung dafür, dass wir anders sind als Tiere, weil die Tiere haben diesen Geist im Menschen nicht. Aber dieser Geist im Menschen, von denen auch Paulus spricht, der versteht natürlich auch nur natürliche Dinge, kann nichts vom Geist Gottes, von den geistlichen Dingen verstehen. Dazu braucht es den Geist Gottes. Nun, wenn der Mensch stirbt, heißt es, kehrt der Geist im Menschen zurück zu Gott im Himmel, der ihn gegeben hat. Wenn wir den Heiligen Geist erlangt haben, kehrt sowohl der Geist im Menschen als auch der Geist Gottes zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Aber dieser Geist ist nicht etwas, das eben separat mit Bewusstsein von dem Menschen lebt, sondern nur im Zusammenhang mit dem Menschen. Wie Paulus auch sagt, der Körper ohne Geist ist tot, nicht wahr? Aber es ist dieser Geist im Menschen zusammen mit dem Heiligen Geist Gottes, den Gott gebrauchen wird, um den Menschen aufzuerwecken, der gestorben ist, dessen Knochen, Gebeine schon längst verwest in den meisten Fällen, die ja gar nicht mehr existieren. Aber schauen Sie, das ist auch im Himmel. Es heißt zum Beispiel im Hebräerbrief, dass wir gekommen sind zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Der wird aufbewahrt im Himmel. Unsere Bürgerschaft ist im Himmel, wie wir lesen. In dem Sinne sind wir bereits schon Teil des Himmelreichs, aber das bedeutet nicht, und das ist das, worauf es mir ankommt,
dass wir in den Himmel eingehen, wenn wir sterben. Nun, der Geist, unser Geist geht in den Himmel ein, aber es ist dies ein bewusstseinsloses Gebilde sozusagen. Man kann das vielleicht vergleichen, wie ich das schon des Öfteren getan habe, wenn Sie eine Kassette haben und Sie haben einen VCR-Spieler oder Spielgerät. Solange wir Sie die Kassette nicht in dieses Spielgerät einfügen, ergibt sich gar nichts. Aber wenn Sie diese Kassette in dieses Spielgerät einfügen und dann auf Start drücken, dann sehen Sie Bilder, wenn etwas auf der Kassette ist. So kann man das vergleichen mit dem Geist im Menschen. Das ist so diese Kassette. Der Geist im Menschen ist zunächst einmal zu nichts fähig. Es hat kein Bewusstsein. Aber wenn er verbunden wird mit dem Körper, mit einem Körper, und das ist mit anderen Worten dieses Spielgerät, dann ergibt sich das Bewusstsein des Menschen. Und solange wie der Mensch, die Seele, diesen Geist nicht in sich hat, ist die Seele tot. Aber dann ist sie zum Leben erweckt, wenn der Geist des Menschen in diesem Menschen wohnt. Und wenn aber der Geist des Menschen die Seele wieder verlässt, ist die Seele wiederum tot. Schauen Sie, so gehört dies zusammen. Aber es geht mir auch darum zu zeigen, und Christus ging es darum zu zeigen, dass das Himmelreich etwas ist, was auf Erden regieren würde. Es ist ein Reich vom Himmel aus kommend, nicht vom Menschen aus. Die Bibel spricht vielfach von der Herrschaft des Menschen. Und es war Christus wichtig, dass wir begreifen, es geht nicht um die Herrschaft des Menschen, es geht um die Herrschaft Gottes im Himmel, aber über die Menschen hier auf Erden. Und so lesen wir zum Beispiel in Matthäus Kapitel 3. Matthäus Kapitel 3 und in Vers 2. Matthäus Kapitel 3 und Vers 2, dass Johannes sagt, Johannes der Täufer, tut Buße oder bereut, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das Himmelreich kommt zur Erde. Wir gehen nicht ins Himmelreich im Himmel. Schauen Sie, die Betonung liegt immer darauf, dass das Himmelreich auf die Erde kommt. Nicht andersherum. Und so lesen wir das Gleiche in Matthäus Kapitel 4 und Vers 17. Jesus Christus sagt hier, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen, tut Buße, bereut, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, hier auf diese Erde. In der Person Jesu Christi, der das Himmelreich repräsentierte, wie er es auch wieder repräsentieren wird, wenn er hier auf Erden herrschen wird, bei seiner Wiederkunft. In Kapitel 10, Matthäus Kapitel 10 und in Vers 7. Matthäus Kapitel 10 und Vers 7. Geht aber und predigt und sprecht. Das war der Auftrag, den Christus an seine Jünger gab, damals wie auch heute. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Für euch. Wir können bereits jetzt schon gezeugte Mitglieder werden des Reiches Gottes. In dem Sinne ist es bereits auch für uns und für alle Christen im Laufe der letzten 2000 Jahre nahe herbeigekommen. Aber es wird in buchstäblicher Form auf dieser Erde errichtet werden. Und wir werden dann wiedergeborene Geistwesen sein im Reich Gottes, im Himmelreich, wenn Christus hier auf Erden herrschen wird. Wenn er das Himmelreich, das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes hier auf Erden etablieren wird. Und so lesen wir auch in Kapitel 16, Matthäus Kapitel 16 und in Vers 28. Matthäus Kapitel 16 und Vers 28, wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Und dann wird eine Vision diesen Jüngern gegeben. Und sie sehen jetzt in dieser Vision Christus im verherrlichten Zustand und Elia im verherrlichten Zustand und Mose im verherrlichten Zustand im Himmelreich, im Reich Gottes. Aber die werden hier auf Erden herrschen in der Zukunft. Schauen Sie, die werden hier auf Erden sein. Wir lesen ja auch von David, dass er im Reich Gottes sein wird. Er wird König sein im Reich Gottes in der ersten Auferstehung über andere. Die Apostel sollen ja auf den Thronen über Israel herrschen. Israel offensichtlich hier auf Erden. Aber dies ist eine Vision. Das bedeutet nicht, dass die bereits jetzt schon als verherrlichte Geistwesen im Himmelreich sind. Und Christus war, als er diese Worte sprach, ja auch noch nicht als verherrlichtes Geistwesen im Himmelreich. Das würde ja erst viel später kommen, nach seiner Auferstehung. Es geht hier um eine Vision, die uns zeigt, was geschehen wird, wenn wir im Reich Gottes sind, wenn wir im Himmelreich sind, das hier auf Erden errichtet werden wird. Aber es ist eben, wie ich sagte, ein Reich, das von Gott herrührt,
das aus dem Himmel kommt. Nicht ein Reich, das von Satan herrührt. Und so lesen wir in vielen Stellen, dass Satan auch ein Reich hat. Dass Satan eine Herrschaft hat. Es gibt das Reich der Dämonen. In Matthäus Kapitel 12, die Verse 25 und 26. Jesus erkannte ihre Gedanken und sprach zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann nicht bestehen. Aber das Reich Gottes wird für alle Ewigkeit bestehen, weil es nicht mit sich selbst uneins ist. Wer im Reich Gottes sein wird, wer ein Gottwesen sein wird im Reich Gottes, der wird genauso denken und fühlen wie Gott der Vater und Jesus Christus. Sonst wird diese Person nicht im Reich Gottes sein. Und so sagt er hier in Vers 26, wenn nun der Satan den Satan austreibt, so muss er mit sich selbst uneins sein. Wie kann dann sein Reich bestehen? Die Antwort ist, sein Reich kann nicht bestehen, wird auch nicht bestehen in der Zukunft. Wenn ich aber die bösen Geister durch Beelzebub austreibe, den Obersten der Dämonen, also Satan, den Teufel, durch wen treiben dann eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Vers 28. Wenn ich aber die bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Schauen Sie, das Reich Gottes durch den Repräsentanten Jesus Christus, der durch die Kraft, die Gewalt, die Macht Gottes des Vaters, durch seinen Geist in ihm Dämonen austreiben konnte, jetzt war das Reich Gottes bereits auf Erden zu ihnen gekommen. Auch hier spricht Matthäus vom Reich Gottes, nicht vom Himmelreich, weil das nicht die gleiche Betonung sein würde. Immer und immer wieder, wenn vom Himmelreich gesprochen wird, vom Reich Gottes gesprochen wird, wird zum Ausdruck gebracht, dass es hier auf Erden errichtet werden wird, wenn Christus zurückkommt und dass wir nicht etwa in den Himmel eingehen. Davon steht in der Bibel absolut nichts. Es geht hier um ein Reich, das anders ist als das Reich Satans oder das Reich der Menschen. Schauen wir uns einmal in Matthäus Kapitel 20 die Verse 25 bis 27 an. Matthäus Kapitel 20 und die Verse 25 bis 27. Da lesen wir. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, die Jünger, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht unter euch sein, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht, so wie der Menschensohn, Vers 28, nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Wenn wir im Reich Gottes sein wollen, dann müssen wir heute bereits schon die dienende Einstellung entwickeln. Die Einstellung, die Gott hat, die Einstellung des Gebens. Gott gab seinen eingeborenen Sohn dieser Welt. Christus gab sein Leben uns, damit wir das Heil erlangen können. Und es geht nicht um eine Herrschaft der Menschen, die andere beherrschen wollen, um sich selbst irgendwie zu verherrlichen, zu glorifizieren, auf große Positionen aus sind. Darum geht es nicht, darum kann es und darf es nicht gehen. Es geht um etwas ganz anderes, es geht um das Reich Gottes, das alle Herrschaft der Menschen ablösen wird, wie uns das Buch Daniel sagt. Und es wird einem Volk gegeben, das die Früchte bringt, des Reiches Gottes, und das wird niemals mehr von diesem Volk genommen werden. Die Herrschaft wird ihm niemals mehr genommen werden. Die Herrschaft der Menschen über die Menschen wird abgeschafft werden. Schauen Sie, wenn das Reich Gottes hier auf Erden herrscht, bedeutet das, dass Gott auf Erden herrscht, über die Menschen. Sie werden Teil sein der Gottfamilie, wenn sie sich qualifizieren und werden über die Menschen hier auf Erden herrschen. Das Reich Gottes wird nicht aus Menschen bestehen. Wenn sie im Reich Gottes sind, können sie kein Mensch mehr sein aus Fleisch und Blut, wie wir gelesen haben. Sie müssen dann ein Geistwesen sein, ein wiedergeborenes Mitglied der Gottfamilie. Es wird über die Menschen herrschen, aber sie müssen Gott sein, um im Reich Gottes, in der Familie Gottes sein zu können. Und das ist das, worauf Christus hinaus will. Es ist nicht mehr ein Reich von Menschen, es ist nicht mehr ein Reich von Satan, es ist ein Reich von Gott, der im Himmel ist. Und deswegen spricht er hin und wieder vom Himmelreich. In Markus Kapitel 11, Markus Kapitel 11, lesen wir die Verse 30 bis 33. Markus Kapitel 11 und die Verse 30 bis 33. Und da lesen wir, die Taufe des Johannes,
War sie vom Himmel oder von Menschen? Schauen Sie, der Johannes war hier auf Erden. Aber er hatte Autorität erhalten, vom Himmel diese Taufe durchzuführen, die vom Himmel sanktioniert war. Und Christus fragt jetzt die Pharisäer, nun, diese Taufe, war sie vom Himmel oder war sie von den Menschen? Antwortet mir. Und sie bedachten sich und sie sprachen, sagen wir, sie war vom Himmel, so wird er sagen, ja, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Es waren die Pharisäer, wie wir gelesen hatten, die hatten ja dem Johannes nicht geglaubt, hatten keine Reue getan. Oder sollen wir sagen, Vers 32, sie war von Menschen, und da fürchteten sie sich vor dem Volk, denn sie hielten alle Johannes wirklich für einen Propheten. Wenn er ein Prophet war, dann war er vom Himmel aus autorisiert, ein Prophet zu sein. Und sie antworteten und sprachen, wir wissen es nicht. Nun, die wussten es schon, aber die wollten es nicht zugeben. Und Jesus sprach zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue, was er tat. Schauen Sie, eine sehr intelligente Antwort Christi. Manchmal ist es gut zu schweigen. Manchmal ist es gut, nicht auf alles einzugehen, was Leute einen fragen. Denn wenn ihre Motivation ja nur die ist, anderen schlechte Dinge nachzusagen, wenn sie die buchstäblichen oder sprichwörtlichen Schweine sind, die die Perlen zertreten und uns dann zerreißen wollen, dann ist es gut, eine solche intelligente Antwort zu geben, wie Christus sie gab, und keine Antwort zu geben, aber ihnen auch deutlich zu machen, sie bekommen keine Antwort, weil sie selbst nicht willens sind, Antworten zu geben. Eine sehr intelligente Aussage, aber hier sehen wir auch wiederum deutlich, es geht um etwas vom Himmel aus, kommend. Und so sehen wir, dass das Reich Gottes ein Reich vom Himmel ist, das aber hier auf Erden errichtet werden wird. Schauen wir uns Daniel Kapitel 2 an und Vers 44. Daniel Kapitel 2 und Vers 44. Zur Zeit dieser Könige, es geht um diese 10 Nationen, die auch im Buch der Offenbarung erwähnt werden, diese 10 Könige, die ihre Herrschaft und Gewalt für eine kurze Zeit, für eine Stunde, wie es heißt, dem Tier übertragen werden. Und die werden alle zusammen dann gegen Christus kämpfen, wenn Christus zurückkommt. Zur Zeit dieser Könige wird aber der Gott des Himmels, darauf kommt es an, deshalb wird vom Himmelreich hin und wieder gesprochen, weil es geht um den Gott des Himmels, was der tun wird. Der wird ein Reich aufrichten, aber hier auf Erden, das nimmermehr zerstört wird, und sein Reich, das Himmelreich, das Reich vom Himmel, das auf der Erde errichtet wird, das wird auf kein anderes Volk kommen, menschliches Volk. Es, dieses Reich Gottes, das Himmelreich, es wird alle Königreiche zermalmen und zerstören, aber es wird selbst ewig bleiben. Es wird ewig, für alle Ewigkeit dann regieren. Schauen Sie, darum geht es, wenn von dem Himmelreich die Rede ist. Es wird hier auf Erden errichtet werden. Zum Abschluss Offenbarung Kapitel 2. Offenbarung Kapitel 2. Und lesen wir die Verse angefangen in Vers 25. Und ich lese die Verse 25 bis 27. Offenbarung Kapitel 2, die Verse 25 bis 27. Was ihr habt, eine Ermahnung an uns, an Sie und an mich heute, was ihr bereits erkannt habt, das haltet fest, bis ich komme. Lassen Sie sich nicht von anderen jetzt irreführen, die ihnen vielleicht weismachen wollen, ja, das sieht alles gar nicht so aus und sie kommen doch in den Himmel, wenn sie sterben. Oder aber, wie einige jetzt lehren oder schon seit vielen Jahren gelehrt haben, sie werden in einer ewig brennenden Hölle für alle Ewigkeit gefoltert werden. Unfug, darauf würde ich noch eingehen. Was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende. Es geht nicht nur um den theoretischen Glauben. Es geht darum, dass wir den Glauben durch unsere Werke bis ans Ende unter Beweis stellen. Dem will ich Macht geben über die Heiden. Dem will ich, Jesus Christus, Macht geben über die Heiden. Und er soll sie weiden mit eisernem Stabe. Und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen. Es geht also darum, dass er keine Kompromisse dulden wird. Rebellion wird nicht mehr erlaubt sein. Wenn jemand weiterhin rebellisch gegen Gott und seine Gebote vorgehen will, mit dem wird umgegangen werden im Millennium, im Reich Gottes. Es heißt hier in Vers 28, wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater,
Und ich will ihm geben den Morgenstern. Der Morgenstern wird auch als Jesus Christus selbst identifiziert. Er will sich uns selbst geben oder er will sich uns geben. Aber schauen Sie, es geht hier darum, dass diese Menschen auf Erden herrschen werden. Die werden dann natürlich keine Menschen mehr sein, die werden dann zu Gottwesen verwandelt worden sein. Die werden diese Macht erhalten über die Heiden. Es geht nicht darum, dass wir im Himmelreich über Heiden regieren, die im Himmel sind. Schauen Sie, darum kann es ja gar nicht gehen. Es geht um das Reich Gottes, das hier auf Erden errichtet wird. Und wir hatten ja bereits gesehen, dass wir auf Erden herrschen werden und über Menschen dieser Erde. Also wenn das Himmelreich angesprochen wird, geht es darum, dass uns deutlich gemacht werden soll, es ist ein Reich, das aus dem Himmel kommt, das im Himmel autorisiert ist, das von Gott dem Himmel kommt. Mit anderen Worten, es ist kein Reich der Menschen über Menschen, es ist kein Reich von Satan, es wird ein ganz anderes Reich sein, ein Reich aus Geistwesen bestehend. Und hoffen wir, dass wir alle, die wir die Wahrheit erkannt haben, die wir uns auf dem Weg hin zum Reich Gottes befinden, dass wir diesen Weg weiter voranschreiten, dass wir festhalten an dem, was wir gelernt haben, sodass wir würdig erachtet werden, das ewige Leben im Reich Gottes zu erlangen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Lenk, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Musik.